Da dove? Da lontano. Che lingua? Mescoliamo. Das ist mein Gefühl auch zu der Schönheit des Reisens, dass man immer mischt. Mich irritieren Orte, wo nur eine Sprache funktioniert oder nur eine. Es gibt doch Orte, wo man das Gefühl hat, es gibt eine Norm und es gibt Abweichungen. Und Palermo ist eine Stadt, wo es mir so ging, dass alles eine Abweichung und eine Nuance war. Und wir alle waren irgendwie diese lockigen, von der Hitze völlig zerstörten, schwer atmenden, rotgesichtigen Wesen. Das war irgendwie beyond Ordnung. Das war sehr schön. Sotto il balcone dell'appartamento nel quale la cortese signora, chissà perché, mi fa alloggiare per quasi niente. Un pope in veste talare marrone di Utah fuma una sigaretta dopo l'altra. Guarda dietro le donne e sputa. Un prosciutto gli scivola accanto sulle spalle di un ragazzo, così esile che entrerebbe tranquillamente nel maiale. Anch'io sputo, tabacco sul labbro inferiore. Es hat für mich einfach sehr früh angefangen, in mir zu schreiben, in mir aufzusaugen. Und das hat sehr viel mit Reisen zu tun, das hat für mich ganz viel mit Ankommen an einem Bahnhof zu tun. Das hat für mich ganz viel mit, wie kriege ich ein Taxi, diese Vierecke, die Palermo einfach ausmachen, wie bewege ich mich, wie verstehe ich eine Stadt. Ich sehe das Meer, da ist es kühler, aber am Ufer machen diese Frauen diese komischen Bewegungen, als würden sie an Land rudern. Dann gibt es diese ganzen Feuerwerkskörper, überall ist Feuerwerk. Seit Minute 1, dass ich da bin, gibt es Feuerwerk und ich liebe Feuerwerk und ich sehe in Deutschland nie Feuerwerk. Ich wurde, bevor ich angefangen habe, Notizen zu machen, am zweiten Tag meiner Ankunft oder so interviewt. Und da war die Frage, wissen Sie schon, was Sie schreiben werden? Absurde Frage, aber gute Frage. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß. Penso che se potessi ti infilerei in bocca un lupo. Sì, in bocca un lupo. Dove te ne staresti al caldo umido, tenuta calda in una terra ghiacciata, mentre io qui al sole mando scintille rivolta al mare, la punta della mia sigaretta sospesa sul cofano anteriore, oltre il motore tremante della Mercedes sotto il mio balcone. Bocca del Lupo war so, dass ich natürlich irgendwie an die Entstehung von Rom denke und an die großen Bilder, diese Statuen, die ich in meinen Geschichtsbüchern in der Schule hatte. Und dann hat eben bei diesem Hausbesuch bei der Familie Pantalone eine Schauspielerin uns erklärt, dass es eben nicht so ist, wie man denkt, so verrecke doch im Mund des Wolfes, sondern ganz im Gegenteil, sei beschützt, weil ich mich in Palermo verliebt habe, wie ich mich in eine Frau verliebt habe, also widme ich das dieser Frau Palermo. Ein Novum und eine Besonderheit für dieses E-Book, dass dieses E-Book sofort in 5 Übersetzungen veröffentlicht wird und quasi natürlich das Thema Reise durch diese Übersetzung schon sofort in die DNA, in die Seele dieses Buches mit eingeschrieben ist und wir es natürlich schon sozusagen sofort mit kleinen Flügeln auf den Markt bringen wollen.